Moin Moin Kinders und willkommen zu SimCity für den Super Nintendo. Hier in einer ganz neuen Folge von Retro Flask. Ich habe das vorhin angefangen zu spielen und naja, einfach um mal zu gucken, wie das so läuft. Ne? Also ich meine, ich spiele ja vorher immer noch, um zu gucken, ob ich überhaupt ein paar Minuten in dem Spiel einigermaßen durchhalte. Oder eher nicht. Was dabei rauskam, war, dass ich, glaube ich, 2, 3 Stunden dann eine Stadt gespielt habe. Das ist schon sehr geil. Ich dachte, ich stelle euch das heute mal vor. Mal natürlich eine neue Stadt, das ist ja wohl klar. Bitte warten. So, hier unten können wir eine Nummer von 000 bis 999 eingeben. Und, ich weiß gar nicht, was nehmen wir? 777, natürlich. Die gute 7. Und ja. Dementsprechend werden dann hier diese Weltkarten generiert. Das dauert jetzt mal ein bisschen. Na, weißt du was, die nehmen wir doch. Name der Stadt. Stadt. Ja, ich weiß, ich bin gerade nicht besonders kreativ. Keine Ahnung. Mach mal leicht lieber, ne? Oder Mittel? Komm, wir sind ja keine Weicheier in dem Mittel. So, da habt ihr auch schön euer Städtchen. Suchen uns erstmal ein gutes Plätzchen, wo wir anfangen können. Aber das Anfangen ist immer so dieses. Aber wenn man eine Zeit lang das spielt, ist man voll im, weiß ich nicht, im SimCity-Fieber, so. So, ich kann hier verschiedene Sachen bauen, das kann ich euch mal zeigen. Einmal einen Flughafen, den brauchen wir aber erst später und der würde auch mein gesamtes Geld jetzt auffressen. Total Schwachsinn. Was wir auf jeden Fall anfangs brauchen, ist ein Kraftwerk. Da können wir entweder einen Kern- oder ein Kohlekraftwerk uns schnappen. Hafen ist auch eher was für später. Stadion, auch eher was für später. Polizei und Feuerwehr, das brauchen wir momentan auch noch nicht. Hiermit könnt ihr planieren oder irgendwas kaputt machen, was ihr gebaut habt. Ja, ich weiß. Es werden mehr Allesgebiete benötigt. Ich habe ja noch nichts gebaut. So, dann hier sind Straßen, Stromleitungen, Schienen. Irgendwann werdet ihr volle Straßen haben und dann ist es halt vielleicht ganz gut, wenn ihr auch öffentliche Verkehrsmittel habt, um die Staus so ein bisschen zu reduzieren. Jetzt wollen wir nämlich gerade verarschen. Ich erkläre doch gerade. Naja, ist egal. Wir wollen jetzt erstmal ein Kernkraftwerk, weil das so nukular ist. So. Bauen da auch schon mal. Wir bauen da auch mal so eine Straße hin gleich, ne? Soll auch alles ein bisschen gut aussehen. So, und gleich in die Nähe baue ich dann ein paar Industriegebiete. Mehr Wohngebiete benötigt. Was du nicht sagst. Ich baue die auch gleich nebeneinander. Ich muss sagen, das SimCity hier für ein Super Nintendo ist auch das Einzige, was ich wirklich lang und ausgiebig gespielt habe. Die anderen. Weiß ich nicht, da wurde es mir ab einem gewissen Punkt einfach immer zu blöd. Also da würde ich nicht hier, ne? Hat mir halt nicht so gefallen. Ja, jetzt ist die Frage, machen wir hier so ein geiles Industriegebiet und ich muss auch ein bisschen auf mein Geld achten, ne? Man glaubt es kaum. Bap, 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 bap. Und ihr müsst bedenken, ich würde nicht unbedingt so ein Wohngebiet direkt neben so eine Industry halt platzieren. Weil das ist ja auch nicht besonders schön für die Leute, die hier halt am Stapel 2 kriegt er nicht hin. Ne? Das ist ja schade. Lassen wir das erstmal so. Muss ja nicht alles so quadratmäßig zugebaut sein. Sondern ich würde sagen, wir gehen dann ein bisschen nach hier runter. Bauen dann hier mal ein Gewerbegebiet. Oder vielleicht sogar zwei, damit die Leute auch was zum Arbeiten haben. Und dann natürlich, damit die Leute überhaupt irgendwo wohnen können. Denn im Endeffekt ist das das Wichtigste, wie viele Einwohner ihr habt. Dadurch bekommt ihr halt eure ganzen Upgrades. Böp. Die müssen alle auch noch an Stromnetzwerk verbunden werden. So. Jetzt haben wir schon 480 Einwohner. Auch wenn es noch nicht aussieht, als wenn da irgendjemand irgendwo wohnen würde. Aber gut. So geht das hier nämlich erstmal los. Sehen wir wieder auch noch ein Dings, Gewerbegebiet bauen. Könnte aber sein, dass es zu voll wird. Also auch die paar Mal, die ich gespielt habe, ich habe immer das Problem gehabt, dass
Also ich vor allem eine schlechte Verkehrssituation habe. Sprich, dass bei mir ständig Staus waren und dass das eigentlich so das größte Problem war, was die Einwohner hier hatten. Ansonsten lief es ganz gut. Achso, wisst ihr, was wir mal bauen können, eine Polizeistation? Aber gerade zu Industriegebieten. Geht da mal ganz schön die Post ab. Ich glaube, wir bauen das mal hier so. Das sollte, glaube ich, erstmal vielleicht erst erreichen. So, ich kann mal ein bisschen auf die oberen Teile hier eingehen. Hier könnt ihr die Spielgeschwindigkeit ändern. Ich mache sie mal auch schnell, weil sonst dauert das wirklich ewig. Hier Auto bauen, Auto irgendwas, Geld. Achso, das ist, glaube ich, dass dieser Hubschrauber immer. Ne? Ah, ja, okay. Das will ich aber nicht. So, ihr könnt auch Katastrophen selbst einstellen. Von Zeit zu Zeit werden auch so zufällig welche kommen. Aber wenn ihr gerade so sagt, boah, ich will jetzt mal ein bisschen Action in meiner Stadt, könnt ihr auch hier einfach eine Katastrophe auswählen. Hier ist ein Brand, dort haben wir eine große Flutwelle, Flugzeugabsturz, Tornado, Erdbeben und ein Monster. Ja, ja. So, hier gibt es Informationen. Also, ja, es ist, wie gesagt, es braucht immer ein bisschen. Da habt ihr halt so einen Gesamtüberblick über die Stadt. Ihr seht hier auch gelb, blau, rot, je nachdem, was für Gebiete das sind. Dann haben wir hier einmal, wie das Stromnetz ist. Dann hier das Straßennetz und das für öffentliche Verkehrsmittel. Auch hier so mit der Legende. Dann könnt ihr hier einmal euch anschauen, zwei Sachen mit der Bevölkerung. Einmal die Bevölkerungsdichte und dann der Bevölkerungszuwachs war das, glaube ich, ne? Bevölkerungswachstum, richtig. So. Das ist Verkehrsdichte. Natürlich da drüben, wo die Gewerbegebiete sind, ist sie relativ groß. So, hier haben wir Verschmutzung. Wie ihr seht, ne? Industriegebiete und so was. Da ist schon was los. Ja, und hier habt ihr euren Bildschirm, der am Ende jedes Jahres kommt. Hier könnt ihr euren Steuersatz einstellen. Lustigerweise sind die Leute mit 7% gerade mal so zufrieden. Ihr könnt maximal bis 20% Steuern hochgehen. Und dann rasten die auch richtig aus, glaubt mir mal. Hier ist halt was hier für den Transportfonds, also für die Wege, für die Polizei und für die Feuerwehr ausgeben wollt. Und habt ihr hier nochmal alles aufgerechnet. Euer Kapital, was für Steuereinnahmen ihr habt, Sondereinnahmen, Ausgaben durch Fonds. Wie ihr seht, ich bin diesmal ins Minus gegangen. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sagen, ich gehe mal 1% hoch, aber das werden die Leute wahrscheinlich nicht so besonders gut finden. So, jetzt muss meine Karte... Genau, meine Karte liegt jetzt wieder. Da waren wir nämlich gerade. Hier haben wir eine Kriminalitätsanzeige. Ihr seht, hier oben ist sie wirklich im roten Bereich. Also vor allem im Bereich von Industriegebieten ist sie halt sehr hoch. Ich weiß nicht, warum. So, und dann haben wir hier Grundwerte. Na, also wie teuer oder halt nicht so teuer das Land ist. Polizeischutz. Kann das sein? Hä, haben wir doch keinen Polizeischutz hier? Was ist denn da los? Ich habe doch noch eine Polizei hingebaut. Ich glaube, eine Feuerwehr habe ich nicht hingebaut. Guck mal, die Polizei, die wächst und gedeiht, ne? Also sagt mir mal nicht hier, ne? Und so weiter. Ja, gut, das lassen wir erstmal so stehen. So, ich baue noch hier die Straßen weiter. Ist ja blöd für die Leute, wenn die da nicht weiter rumlaufen können. Und Ziel ist es natürlich, eine möglichst große Stadt zu machen mit möglichst vielen Einwohnern. Ja. Das wollen die hier in diesem Spiel schaffen. Ach ja, genau, ich wollte oben noch ein paar andere Sachen euch zeigen, bevor wir hier weiterbauen. Genau, hier sind auch Kurven, also das sind alles eher so statistische Sachen. Warte mal, das ist Steuern. Ah ja, genau, das ist dann nochmal dieser Bildschirm, da könnt ihr auch nochmal mit den Steuern hoch oder runter gehen. So, dann Geschichte. Wahl des neuen Bürgermeisters. Ja, ihr fangt im Jahre 1900 an. Die letzten 10 Ereignisse waren das also. Dann hier mal so eine Gesamtübersicht auch. Sehr, sehr spannend. Also auch viel so, sag mal, theoretisches Zeug. Und der ist besonders wichtig, nämlich das sind die Umfragen. Ich werde 65% der Einwohner unterstützt, das finde ich schon mal gut. Die größten Probleme sind tatsächlich die Mietpreise, dann die Steuern, Verbrechen und die Verschmutzung. Ja gut, die wohnen ja auch alle in der Nähe vom Industriegebiet, von daher ist das dann ganz logisch. So, wir gehen mal hier wieder raus. Also ihr seht, ihr habt auch viele Statistiken zur Verfügung, die euch halt helfen. Hier habt ihr halt das Menü, wo ihr laden und speichern könnt. Hier die Lupe, mit der könnt ihr halt schauen, was für Gebäude das hier sind. G2 hoch, also Gewerbe 2, W1 hoch. Also ja, die einzelnen Blöcke, jetzt Gewerbe, Wohngebiet oder Industriegebiet, haben halt auch verschiedene Wertigkeiten. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn ihr eins der Gebäude abreißen wollt und euch fragt, welches es denn sein sollte. Nö. So.
Genau, und hier, der Typ, euer kleiner Berater. Da gebe ich ihm immer mal so zwischendurch Hinweise. Er ploppt doch manchmal so einfach auf. Aber ihr könnt ihn halt auch immer fragen. Ne? Und er erzählt jetzt halt was zu den Mieten. Was wir jetzt natürlich brauchen, ganz klar, sind halt Wohngebiete. Darum bauen wir ja gleich noch mal ein paar welche hin. Einwandfreies Deutsch. So, wir machen hier mal auch so eine... Yeah, wir sind eine Stadt. Bevölkerungszahl über 2000. Nicht schlecht, dein Dorf ist zu einer richtigen Stadt geworden. Wenn du jetzt noch mehr Wohngewerbe und Industriegebiete aufbaust, wird deine Stadt sehr schnell noch größer werden. Da lobe ich mir. So. Würdest du gerne ein eigenes Haus bauen? Suchst du die Nähe zu deiner Bevölkerung oder ziehst du es vor, außerhalb der Ballungsgebiete im Grün zu wohnen? Nur ein Tipp, die nächste Wahl in Gommel bestimmt. Das ist zwar ein bisschen gelogen, weil du hier einfach nicht abgewählt wirst, aber gut. Ich würde das gerne hier irgendwo. Ach, jetzt passt das wieder nicht so geil, ne? Na gut, machen wir mal was anderes. Ich wollte sowieso hier mal ein bisschen Straßen noch bauen. So. So, aber das Haus des Bürgermeisters, das sich by the way auch immer schön verändert. Wollen wir jetzt einfach mal hier hin, ne? Da gibt es eine Klatsche von den Leuten. Das muss ich natürlich auch mit Strom verbinden, ne? Kann ja nicht angehen, dass der Bürgermeister hier keinen Strom hat. So, dann habt ihr noch diese Parkoption. Die passiert einfach random ein bisschen Grundzeug. Manchmal auch mit einem Bäumchen dabei. Ja, diesmal nicht. Doch, da ist ein Bäumchen. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, die Industriegebiete werden irgendwie nicht großartig. Ich glaube, ich brauche echt noch ein paar Gewerbegebiete. Dann machen wir das doch mal, ne? Wir können ja hier eins hinmachen. Und dort eins. So, und ich verbinde beide nochmal mit Strom. Jo. Ja, im Endeffekt geht es darum, auch Stadt möglichst groß zu bauen und halt auch mal im Auge zu behalten, wo Probleme sind. Ne, ihr seht jetzt beispielsweise hier diese ganzen kleinen schwarzen Punkte. Die Straßen sind voll. Darum wäre es vielleicht ganz sinnvoll, mal ein Schienensystem zu bauen. Das werden wir jetzt auch mal machen. Ja, wie machen wir das denn, geil? Bam, 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 bam. Bam. Ich würde sagen, wir bauen das einfach hier so einmal rum. Und dann hier oben so und dann... Keine Ahnung, hier so. Ja, und dann so, weiß ich nicht. Hauptsache, dass es halt so eine Bahnverbindung gibt. Ich weiß gar nicht, ob das hier so sinnvoll ist an der Stelle. Na gut, ist ja auch egal. Ich kann euch gerne nochmal zeigen, wie eine Stadt aussieht, wenn sie halt richtig groß ist. Denn, wie ihr wisst, wir haben ein paar Stunden vorher gespielt. Darum laden wir mal. Welches Spiel laden? Natürlich meine Metropole. Oh ja, ich bin schon eine über 100.000 Großstadt. Hier meine ganzen Kraftwerke und... Ja gut, das müsst ihr erstmal ein bisschen laden, bis dann alles wieder Strom habt. Habt. Also wie ihr seht, ich habe ja auch echt schon alles groß bebaut. Habe auch viele Special-Gebäude. Je nachdem, wie weit ihr kommt, kriegt ihr auch spezielle Gebäude. Hier zum Beispiel könnt ihr manchmal zwischendurch wählen, ob ihr einen Vergnügungspark haben wollt oder ein Casino. Ich habe 2 Vergnügungsparks und 3 Casinos, weil Casinos halt noch extra Geld in die Kassen reinspülen. Hier habt ihr ein Messegebäude. Eine Bank, bei der ihr euch auch Geld leihen könnt, wenn ihr ein bisschen knapp bei Kasse seid. Was gibt es noch für spezielle Gebäude? Hier seht ihr, das ist mein Anwesen. Dieses hier hat sich auch im Laufe der Zeit verändert. Wir sind ja schon im Jahre 1975, also ich habe schon 75 Jahre gespielt. Sehr hohe Kriminalität. Ich habe überall Polizeistationen am Start, aber ihr seht das ja. Hier Polizeihauptquartier, da eine Polizeistation, da eine Polizeistation, da 1, 2. Aber es reicht wohl halt nicht aus. Ne? Ja, hier ist eins von den tollen Casinos. Hier, genau, von unserer Partnerstadt Amsterdam haben wir diese tolle Windmühle gekriegt. Und hier habe ich ein Stadion gebaut, ich habe aber noch ein zweites. Wir haben nämlich 2 Mannschaften in unserer Stadt. Also, sehr cool. Ja, was mich halt in SimCity für das Snees, am meisten begeistert, ist halt wirklich, dass es sehr einfach gestrickt ist. So. Also ich fand, die nachher sind, die sind immer so ein bisschen sehr wuselig. Man muss sich da schon so ein bisschen reinfinden. Und das ist etwas, auch wenn man so mit Simulationen gar nicht so viel am Hut hat, da steigst du einfach ein und... du hast halt wirklich nur eine bestimmte Palette von Gebäuden und es ist halt so ein gutes Basic-Spiel, sag ich mal, im Sinne von solchen Stadtsimulationen. Ist halt sehr cool. Also
Auf jeden Fall lohnt es sich, da mal reinzuschauen, weil ob ihr es glaubt oder nicht, es hat schon einen ziemlich geilen Suchtfaktor. Von daher kann ich es euch nur empfehlen. Und ich habe irgendwie zwischendurch immer Stromausfälle, das ist voll ätzend. Naja, egal. Also, cooles Spiel, schaut es euch an. Ist auf jeden Fall ein würdiger Vertreter der SimCity-Reihe. Und mit diesen Worten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns auch nächstes Mal wieder. Weil das heißt, let's play irgendeinen alten Schwachsinn in Retro Flask. Auf Wiedersehen!